Leute, ein Hallo, herzlich willkommen zurück. Hallo Bärchen. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, wo sind wir überhaupt? Genau, Let's Play. Far Cry Primal, natürlich. Welche eine Überraschung. Ja gut, wir müssen da jetzt eigentlich hin. Eigentlich würde ich da jetzt gerne das Ding nehmen und dann hier weitermachen. Dafür müssen wir jetzt mal ein Stückchen reisen. Ich nehme jetzt heute nur ein bisschen kurz die Folgen. Ich muss heute gucken. Okay, passt soweit. Damit ich ungefähr weiß, wie weit wir heute ran dürfen. Warte mal, wir haben auch einige Möglichkeiten, wieder unser Handwerk ein bisschen zu erlernen. Gut. So, ein Speer haben wir jetzt gebaut. Okay, haben wir da irgendwas noch? Ja. Okay, Pflanzen. Ich will aber da unten eine Handwerksfähigkeit. Eins haben wir verratet. Das bauen wir auf. Wir reisen heute ein bisschen. Ich muss mich gerade mal orientieren. Das ist da oben alles. Also 500 Schritte weg ungefähr. Warte mal. Wo müssen wir denn da lang? Da unten am besten. Nehmen wir den Weg. Nehmen wir den Weg runter. Ist. Fußtechnisch wahrscheinlich der einfachste Weg, einen offiziellen zu nutzen. Okay, dann müssen wir da runter. Weil ich will ja unten diesen einen Punkt da auf jeden Fall machen. By the way, kann ich das Ding hier mal kurz mitnehmen? Oh, da sind wieder irgendwelche. Das ist ein Dings, das ist ein Säbelzahn. Ist das ein Berglöwe, ne? Warte mal. Okay, Kachi scheint sich für den Köder zu interessieren. Also machen wir uns weiter auf. Die Klemmfußbrüder haben wir kennengelernt. Also zumindest versuchen wir es. Aber da sind wir jetzt gerade nicht drauf. Da sind wir jetzt gerade nicht drauf scharf. Genau wie die Mammuts hier, die interessieren uns gerade jetzt nicht. Obwohl wir eigentlich normalerweise müssten wir sie ja. Okay, das ist ein Leopard, der ist nicht so stark wie der Bär, den ich hier gerade neben mir habe. Deswegen interessiert das gerade auch herzlich wenig. Wir wollten eigentlich tatsächlich, würde ich jetzt gerne mal. So, weiter geht die Reise. Ich habe das Gefühl, dass wir auch schon mal hier waren. Okay, der Bär hat den Leoparden verdrängt. Wir brauchen auf jeden Fall, weil hier sind Verbündete. Täusche voll, du kannst nichts nehmen. Oh, welche Überraschung. So. Danke, Bärchen. Wo bleibt denn mal mit? Ach, das sind Freunde, okay. Da diesen Freund. Und hier unten ist der andere, okay. Zack, dann habe ich mal einen Headshot. Einmal kurz einen Headshot geholt. Da müssen wir eigentlich jetzt gerade irgendwie in die Richtung. Ah, da oben ist das Feuerchen. Kommen wir hier eigentlich hoch?
Ich hoffe doch. Ich vermute, dass wir noch ein bisschen weiterkommen, gerade als das, was ich eigentlich vorerst geplant hatte. Zumindest ein bisschen. Ich wollte ja, wie gesagt, eine Kurzfolge machen heute. So, Frage, jetzt komme ich jetzt hier ohne Probleme hoch. Scheiße. Ich muss jetzt... Ja, super. Ah, nein. Super. Ich komme da nicht hoch, ne? Weil ich will irgendwie da... Kriege ich keinen Weg oder so? Ich weiß, ich sehe das Feuer da oben. Aber die Frage ist, komme ich da? Ne, ich habe mal nicht, ne? Oder kriege ich dich da hochgezogen? Ne, kriege ich auch nicht. Oh, leck mich doch. Ich versuche es dann einfach mal einen anderen Weg zu machen. Man muss ein bisschen Umwege gehen. Vermutlich um. So. Die zwei haben wir mal erledigt. Boah, Alter. Das muss jetzt auch ganz schnell. Ja, das kann passieren, dass wir zwischendurch mal auf Feinde treffen. Wir müssen ja da irgendwie hoch, aber wie die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Ich meine, wir können ja... Warte mal, da unten... Da komme ich nicht ran, ne? Oder? Von hier? Scheiße. Oder komme ich da hoch? Alle Gegner sind in das Lagerfeuer. Okay, da sind wir schon mal zumindest im Bereich. Also war es das doch der richtige Weg. Man wäre ich ja natürlich. So, wir machen das jetzt anders. Wir gehen jetzt mal an das Feuer ran. Also Izilla, okay. So, der ist tot. So, und unten läuft irgendwo noch was rum. So, besten Kill. Sie heilen. Hier, nimm mal das. Veterinär. Erledigt. Wir haben das Feuer gefunden. Oder jetzt weiß ich, erobert. So muss es sich. 6 von 16. Uns fehlen noch 10. Dann hätten wir auch alle Leuchtfeuer. Wobei das eigentlich nicht die oberste Priorität in diesem Let's Play sein wird. Bevölkerung gerade mal 69. Aber, also sind wir schon wieder gut dabei. So, ich kann wieder ein bisschen... Zack, 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 zack. 24 neue Pfeile. Also, was heißt 24 neue Pfeile? Insgesamt 24 Pfeile, so rum ist es richtig.
Gut, wunderbar. Also die Izilats sind auf jeden Fall ziemlich zäh, muss ich mal gerade so anmerken. Also die brauchen nicht mehr als einen Pfeil, manche brauchen 2 bis 3 Pfeile. So, dann würde ich mir gerne den nächsten Posten holen, der wäre nämlich der hier. Dann hätten wir zumindest den nächsten. So, jetzt müssen wir gerade gucken, wo wir lang müssen. Das sind 300 und irgendwas Schritte, also durchaus. Das Gute ist, den brauchen wir jetzt nicht mehr, den Punkt. Ich wollte den nämlich nur als Zwischenpunkt nutzen. Ich muss aufpassen, dass ich dich da... ich wollte ihn eigentlich nur als Zwischenpunkt nehmen, dass wir ihn als Reisepunkt safe haben. So rum war es eigentlich. Richtig. So, geh mir nicht auf den Sack, hier bei Viecher. Den Wolf nehmen wir heute mal mit. Dann haben wir zumindest auch wieder ein Wolfsfell. Aber. So, kriegst du den da unten angegriffen? Erledigt. So war es eigentlich nicht gedacht. Ich wollte eigentlich den Greifhaken nutzen, um nach unten zu kommen. Also das Ding ist praktisch, muss ich mal so sagen. Ja, leck mich doch am Arsch. Du solltest eigentlich nur nach unten. So, muss jetzt, wie geht's jetzt runter? Okay. So, war der richtige Weg. So, wir schleichen uns jetzt natürlich jetzt ein bisschen... vorsichtiger. Ich muss ja den Punkt hier irgendwie bald. Nehmen wir hier den. Ist das ein Bär oder was? Naja, okay, den lassen wir in Ruhe. Ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht wirklich Lust, nochmal mit dem Märchen mich mit dem Bär zu duellieren. Scheiße. Der wird mir jetzt eigentlich jetzt. Na gut, ja, jetzt bin ich in Ruhe. Okay. Wir müssen jetzt irgendwie die Möglichkeit finden, da hochzukommen. So, hier ein Südschein. Okay. Ach, das ist kein. Das ist kein Reisepunkt, das ist ein Außenposten. Das ist ein Außenposten da oben. Aber wie zur Hölle komme ich da hoch? Das ist ein... auf jeden Fall ein Außenposten, wie gesagt. Das ist auf jeden Fall ein Außenposten. Den würde ich gerne mitnehmen, wenn ich ehrlich bin. Die Frage ist, wie komme ich da ohne... ohne groß Aufsehen zu erregen hoch? Da, würde ich sagen. So, wir erkunden mal das Ding mal. Du, was ist hinter dir, mein Freund? Das ist wieder Izilar.
Sack. Scheiße. Das ist natürlich jetzt blöd, dass ich jetzt da runter. Also, weil die haben natürlich jetzt komplett. Scheiße. Sind die jetzt scheiße, dass sie mich jetzt natürlich alle gesehen haben? Kann ich die Eule holen? Kann ich die. Kann ich die angreifen lassen? Fuck you. Würde ich jetzt blöd, dass sie jetzt mit einer. Na, ist super. Ich muss jetzt jetzt Ausposten holen. Also so gut, es sind jetzt einige, ne? Haut doch mal ab von mir. Ich muss mich gerade mal komplett hochziehen. Ganz ein bisschen meine Schwierigkeit. Falls es das jetzt gerade anhört. Geh mir nicht auf den Sack, Alter! Der ist tot auf jeden Fall. So. Ich muss wieder Pfeile herstellen. Das ist das Problem, wenn die jetzt alle auf einmal kommen. Das ist das Problem, wenn die alle auf einmal jetzt kommen. Kopfschuss. Boah. Das ist das Problem. Wie viel haben wir denn überhaupt noch? 5 oder so? Den habe ich geholt, ne.
Was? Der Außenposten jetzt gerade komplett weggesnackt, der jetzt einen hätte mir noch. Jetzt habe ich dich, meine Güte. Was ein Krampf, liebe Leute, aber wir haben ihn. Der durchwache Außenposten. 4 von 15 beansprucht. Der hat gesessen, der hat auf jeden Fall lange genug gebraucht, bis wir den irgendwann mal safe hatten. Der hat auf jeden Fall eine ganze Weile gebraucht, bis der war irgendwie mal auf die Idee kam, hey, ich lass mich von dir jetzt erobern. So, was nehmen wir hier mit? Kann ich die jetzt mitnehmen, oder? Also ich kann mich selber verbrennen, aber er nicht. Okay. Naja, Hauptsache, wir haben das Ding geschafft. So, alles andere war mir jetzt gerade herzlich egal. Lang genug hat's gesessen. Alter Verwalter. Ich hab kaum noch Pfeile. Ich muss dringend wieder Holz nachwerfen. So, das war also der Außenposten mit kaum Energie an Bord. Machen wir uns heute auf den so einen Denker. Ich hoffe, dass ich das jetzt ohne Probleme hinkriege. Ich brauche dringend wieder Energie. Ich brauche dringend wieder. Warte mal, habe ich nicht genug im Belohnungslager oder so noch vielleicht? Warte mal, was hat denn der? Gut, die nehmen wir auf jeden Fall mit runter. Ich müsste eigentlich jetzt gerade mal gucken, ob wir nicht vielleicht sogar was im Lager haben. Das ist natürlich, das wäre natürlich ideal. Nein. Hartholz, ne? Nimm mal alles mit. Knall mal komplett voll, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ja genug Zeugs. Aber vor allen Dingen kann ich jetzt auch Pfeile wieder machen. So, aber dann würde ich mal sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Far Cry Primal und dann machen wir uns auf zu unserem vielleicht nächsten vielleicht unserem nächsten Dorfbewohner. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Far Cry Primal.